Hallo, hier ist eure Nathalie von Emporia Brava News. Heute möchten wir gerne die neuen Brücken zeigen. Hier ist eine davon. 6 wurden neu renoviert, damit sie behindertengerecht sind und auch Fahrräder sie besser überqueren können. Auch für Bootsfahrer ist es viel interessanter. Dadurch können größere Boote hindurchfahren. Ich denke mal, sie sind 1 Meter höher gemacht worden. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis bald in Emporia. Ihre Nathalie von Emporia Brava News. Tschüss! Hast du ein Foto? Ja, ja. Hallo. Hallo. Wie ist es mit den neuen Brücken hier? Ist okay im Moment. Vorher sind alles ein bisschen, weißt du, schlimm von alten Männern, von alten Männern, von Frauen. Alt sind immer, brauchst ein bisschen oben, aber sie hat ein bisschen war schwieriger, weißt, ja, von, zu überqueren. Ja, weißt du? Die Momente sind okay, bis Capras ist okay, aber von Capras vorne sind bis jetzt... Müssen von sie da, noch was machen. Ja, sind auch, vielleicht sind Arbeiter da, vielleicht die machen was. Vielleicht wird ja dieses Jahr doch alles gemacht. Ja. Wir hoffen. Ich hoffe, bis vielleicht um 6 Monate oder 4 Monate, sagt einer Kollege arbeitet mit mir, sagt vielleicht in 4 Monaten, 5 Monaten sind fertig. Sind alle fertig, okay. Ja. Prima. Ja, okay. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch. Schönen Abend auch, du auch. Ciao. Ciao. Tschüss. Ah.